Also, wenn es dort einen Chemiewaffeneinsatz gegeben hat, ist der scharf zu verurteilen und die Verantwortlichen müssen auch in Den Haag vor Gericht gestellt werden. Das ist die Sanktion, die vorgesehen ist, nicht Krieg als Antwort. Das Ganze würde so eskalieren und unbeherrschbar werden. Entweder machen sie nur ein, zwei Tage eine Bombardierung, wem soll die nutzen? Dann hört die Katastrophe in Syrien nicht auf, im Gegenteil. Oder man marschiert richtig ein und versucht dort die Machtverhältnisse und alles zu ändern. Dann haben wir einen völlig unberechenbaren Konflikt. Und zwar einschließlich Iran, der Türkei, aber auch im Libanon, auch in Jordanien. Das wird ein Flächenbrand, den man überhaupt nicht löschen kann. Und dann kommt noch hinzu, dass deutsche Soldaten mit deutschen Raketen in der Türkei stehen. Und wenn jetzt Syrien sich dann seinerseits wiederum Raketen losschießt, weil es ja auch angegriffen wird, wozu sie ja dann sogar völkerrechtlich legitimiert werden, dann schießen unsere Soldaten mit den Raketen zurück und Deutschland wird Konfliktpartei im Nahen Osten. Das ist das Letzte, was wir uns historisch leisten können. Es gibt nur einen Weg, die Waffenlieferungen an beide Seiten in Syrien müssen sofort gestoppt werden. Dann muss diese internationale Friedenskonferenz organisiert werden und ein Dialog stattfinden. Es gibt keine andere Lösung als eine politische.